So, Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Tod. In der letzten Folge haben wir ganz viele Leute auf dem Server gehabt. Die haben wir immer noch auf dem Server. Es sind sogar noch mehr Leute geworden. Die reproduzieren sich. Die reproduzieren sich. Wir haben so eine Duplikatoren. Aria-Schmiede. Die reproduzieren mich. Wir haben so eine Aria-Schmiede im Boden und da kriechen die alle raus wie so kleine Gollums und die werden dann blau und blauäugig. Manche sind gewollt, manche finde den sind Fehler. Egal. Zufällig da. Also, wir sind jetzt bei Minecraft Tod Part 15 mittlerweile. Also, Frauen kommen nicht aus dem Aria-Loch, blubser, ist ja logisch. Die kommen aus der Küche. Die kommen aus der Oder aus dem Keller beim Bier holen. Na egal. Wir sind wieder bei Minecraft Tod, also kein Problem, alles Bildungsauftrag und so weiter, tipptopp. Wir haben dieses Mal dabei den Daniel L. Jackson, sowieso. Hallo. Weil Daniel L. Jackson ist sowieso in jedem Part dabei. Und ich bin Handgepäck. Er ist mein Handgepäck, Brain trägt Handtaschen, deal with it. Lord RPG natürlich. Hi. Und wir haben dieses Mal noch Kaima mit dabei. Hallo. Hallo. Und wir bauen einfach unser Gefängnis weiter. Genau, da haben wir letztes Mal aufgehört. Ich sollte, mir fällt gerade auf, die Fackeln noch ein bisschen alternativ platzieren. Und mit alternativ meine ich weniger hässlich. Aber das ist alles, es wird noch. Es ist im Aufbau quasi. Da kann man sowas nochmal machen. So, damit das alles hier schön symmetrisch wird, da sind ja sowieso die Lampen, dann passt das. Genau, die Fackel kann weg, die Fackeln können weg. Ja, dann hat das doch Atmosphäre hier. Guck mal in das Gefängnis, Daniel. Moment, ich baue gerade ein Haus. Meine Gummizelle sieht eher aus wie das Werk eines verrückten Wissenschaftlers, der mal Regenbögen erfinden wollte und es nicht geschafft hat. Oh ja. Ja, aber guck mal, da konnte er sich doch gleich seine eigene Zelle einrichten. Ja, das, hier, warte mal, ich komm mal zu dir, Boy. Guck mir das jetzt mal an. Ja, sehr dreckig hier, sieht aus wie bei dir zu Hause. Nice. Ah, sehr schön. Ich find schön, dass man den Weg hier noch so... Weißt du, das erinnert mich ein bisschen, auch wenn es sehr blocklastig ist, was Minecraft normalerweise ist, erinnert mich das mit diesem Gefängnis hier so ein bisschen an Outlast. Warte, Quoten, Pinguin, ich komme. Outlast, Pinguin. Outlast, Witzelblower oder was? Nein. Brainy Boy, komm mal mit. Ich möchte dir mal das Werk des Verrückten mit. Wow. Oder RPG, komm, 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 putsch. Ja, dann halt nicht. Du bist adoptiert. Ich werf mir aber eine Brotspur hier hin, damit ich weiß, wie ich will. Hier, da möchte doch ein Verrückter immer gerne rein. Guck mal, warte, ich. Es sieht aus, als ob hier ein Einhorn reingekotzt hätte. Yep. Oh! Er begehrt Brotkrumm hinterlassen, dass er den Weg wiederfindet. Ja. Okay, die Sache ist, wir wollen jetzt natürlich hier Zellen haben. Dann nehme ich mir hier erstmal kurz mein Cobblestone. Unterhaltet mal die Leute. Ich muss gerade denken. Ich habe ja noch in der letzten Folge gesagt, ich schaffe es, in unter 10 Minuten ein Haus zu bauen. Und hast du es geschafft? Ich habe es immer geschafft. RPG, kannst Minuten, du mir bitte kurz ein paar Leiter runterwerfen? Was? Wo bist du? In diesem Loch hier, neben dem Rathaus. Echt jetzt? Ein Loch neben dem Rad? Gibt es da ein Loch, das ich noch nicht kenne? Ja, jetzt nein, schon. Er hat sich eins gebuddelt. Muss du im Bunker raus, oder? Ach, der Berliner Bunker. Ach, der Berliner Bunker. Mir sind die Leitern ausgegangen. Ja, warte. Hi. Ich geh mal zum Anfang. Das ist schön, wie du da oben magst. Und ich mein Holz da oben in meinem Haus gelassen. Verreckt da unten einfach nicht. Okay. Ein Disclaimer an alle Kinder unter 18 Jahren. Das ist nämlich die Definition von Kindern. Bitte lest diesen Chat nicht mit. Der ist nicht gut für eure... Jetzt lesen Sie es erst recht. Für eure christlich-katholischen Werte. Pass auf, sonst hole ich gleich den Knüppelstab raus. Du wolltest frauenfeindlich. Da ist Blub der Richtige. Wir sind auch frauenfeindlich, ich meine, ich stehe dazu, kein Problem. Wir sind in Deutschland des 21. Jahrhunderts, da hat man aus seiner Vergangenheit gelernt und ist frauenfeindlich. Und ist halt ein bisschen frauenfeindlich, genau. Ne? Ich weiß, da kommst du nicht raus. Freie Meinungsäußerung. Ja, eben. Alter, sehe ich auch. Da bin ich aber freie Meinung. Echt bestimmt. Da bin ich aber auch echt ein Fan von, also. Ja, für jeden außer für Frauen. Bei Meinungsäußerung, solange es die gleiche Meinung ist wie Brain.
Richtig. Das hatte ich, glaube ich, echt mal so gesagt. Oder Dark Dado, kommt drauf an. Ja, Dark Dado auf die Situation. Ist, ja, ja, klar. Ja, also das sind Glaubens, ja dieselben Meinungen. In Glaubensfragen? Immer derselben Meinung. Nee, Dark Dado ist der große Gott. Das, also ich bin das nicht. Ja klar, aber du bist in seiner Meinung. Ich bin ja, eben, du immer. Erstens immer du seiner Meinung und zweitens bin ich quasi der Gildenmeister, stellvertretend auf der Erde für... Sein Prophet, ja. Ich bin Prophetois. Weißt du, jeder kennt Mohammed, ne? Der hat's verkackt. Jeder kennt Mohammed, aber niemand kennt Mohammed Ali. So, ich brauch noch Eisenstäbe. Genau. Der Mohammed? Haben wir hier irgendwo ein Schaf? Ja, aber sie hat den Server verlassen. Du kannst mich ja mal scheren. Oh, scher dich fort mit deinen Witzen. Ich kann dich an vielen verschieben. Aber nicht, dass wir jetzt hier gleich in böse Witze ausscheren. Ja, scher doch mal deinen Humor mit uns. Oh, das hatten wir doch neulich mit Gang. Und wenn ihr dieses Video mögt, shared es auf allen sozialen Netzwerken. Ja. Das hatten wir doch in der vorletzten Folge Wir machen natürlich nur Scherze, Leute. Aber bitte, bitte schalt das Video trotzdem. Er muss davon seine Rente bezahlen. Dani, findest du unsere Witze gerade etwa ein bisschen scherzhaft? Eher schmerzhaft. Boah, Leute, Mann. Ich kann hier gar keine Witze machen, ne? Ihr habt dieselben behinderten Ideen. Du kannst dich auch aus der Aufnahme verpissen, ey. Warte, wer hat das gesagt? 6 Minuten noch, dann bist du mich los. Ja, so Daniel geht. Wundert euch nicht, wenn auf einmal der Grund, warum ihr das überhaupt guckt, verschwindet. Ja, oder der Grund, warum ihr das nicht also guckt. Falls, Leute, den Spawner direkt unter dem Rathaus. Kennt ihr den? Hä? Was? Inzwischen schon. Oh, ja, den akzeptiere ich natürlich. Also, wie bitte was? Bleiben. Das sieht noch nicht wirklich gelootet aus. Kennen wir nicht, ihn mal aber aus. Ja, klar. Also, nein, kennen wir nicht. Hast du da jetzt Leitern gesetzt? Dann würde ich da jetzt mal runter. In dem treffen. Fall kommt da tatsächlich noch ein Keller. Einfach rein. Die Leiter runter. Ja, genau. Möchte mir jemand beim Gängegraben helfen? In welche Richtung? Da haben wir ja genau richtig gebaut, würde ich mal sagen. Also, ihr seht was ist das jetzt für ein Spawner? Und eine Spitzhacke Zombie. Besitzt. Zombie, das ist cool. Ihr seht ja von außen. Ja, das gelootet. Villager hätten wir das cool. Ja, komm, leck mich doch im Arsch. Ja, was willst du denn sagen? Hier können wir. Also, was machen wir jetzt? Ich wollte was über meine verlassene, traurige Kindheit erzählen, aber gut, wenn ihr das nicht wissen wollt. Ich bin kein Schwein. Habe ich schon erzählt, dass Lord RPG nicht mehr dabei ist in der nächsten Folge? Ich glaube noch nicht. Nee, also wenn ihr vors Rathaus euch begebet, meine... Also Zuschauer, ihr dürft jetzt entscheiden, ob ich in der nächsten Folge dabei bin. Gebt ein Dislike diesem Video, wenn ihr mich demnächst dabei haben wollt. Wenn ihr mich nicht dabei haben wollt, gebt dem Video trotzdem Dislike. Wenn ihr mich mögt, gebt dem Video ein Like. Und wenn ihr mich nicht mögt, aber... mich trotzdem aber Lord RPG noch viel weniger mögt... Gebt dem Video ein Like, ja. Das finde ich fair. Wer... Cool, geben schon die ersten Leute Likes. Wer mir beim Gängegraben helfen will, was übrigens eine rhetorische Frage ist für jeden, der sich gerade fragt, der von wollen kann nicht die Rede sein. Der darf sich, richtig, der darf sich die Wand außen anschauen, wo ich meine Gefängniszellen hinsetze und die bitte reproduzieren. Also dass man wie viel, so wollen wir das doch genau. Da Gängel kriegt am Ende. Brain? Ja? Wie viele Arbeiter brauchst du dafür? Sag mal so viele, wie viele das Arbeitslager nun mal hergibt. Ja, gut. Ein, zwei Leute halt schon, bitte. Gut, wie viele Frauen sind wir? Also die kann man jetzt nicht wirklich als Leute zählen. Frauenarbeit unterstütze ich nicht. Nee, also da nicht. Sollen Kinder kriegen. Komm mal bitte zu mir, ich muss dir was zeigen. Oh, Alter, das oh ja, ist wo so. Bist du? Ah, da. Ich das muss mal so. Nomsen. Weiß ich nicht, man kann es falsch verstehen. Siehst du schon was hier neu ist? Aber zum Glück verstehen Frauen eh nicht so viel. Ja, also jetzt verstehe ich, was du mit minimalistisch meinst. Was? Hat hier gerade jemand von meinem Penis gesprochen? Alex, das musst du dir anschauen. Es ist halt irgendwie so eine kleine Kondomöte. So baue ich auf allen Servern. Also du hast auf alle Fälle noch viel Platz, um zu erweitern. Ich baue meistens dann immer unterhörig weiter. Einen Moment, wenn sie hässlich ist, zünde ich sie an. Nein, die ist voll hübsch. Aber wirklich, also, als hättest du, keine Ahnung, als wäre das so ein Rucksack, mit dem du um die Welt reisen möchtest.
Zum ja, Glück wollte ich schon immer um die Welt reisen. Ja, cool, wenn das in Minecraft Server ging. Also, ist es praktisch das. Boy, Alex, Boy, wo bist du? In meiner Felswand. Schade, es gibt Ja, dann komm mal aus deiner Felswand raus und stell dich mal hier bei unseren Betten hin. Das ist jetzt meins. Ich habe mein Sekret drauf verbreitet. Ja. Okay, ja. Komm mit. Das ist das lustigste Haus, was ich je gesehen habe. Guck mal, fällt dir was auf? Dort an den Bäumen? Du musst reingucken. Warte. Mach auf. Das ist aber sogar ganz süß. Ja, Schwarzarbeiterhütte steht hier sogar. Wegen der Schwarz. Ich finde das schön. Das ist wirklich schön. Das ist sogar doppeldeutig. Ja. Nicht, dass ich das vorher nicht gewusst hätte. Oh, Skam braucht Hilfe bei den Silberfischen. Skam, ich glaube, er möchte dich gerade töten. Skam, der heißt so. Der heißt SK3GAM, aber ich sag Skam. Ich hätte jetzt Scam gesagt. Weil nur Spastiker sich SK3EAM nennen würden und deswegen heißt das Scam. Ich habe übrigens früher, als ich die Liedsprache noch nicht kannte und ich Zombay entdeckt hatte, da hieß er ja noch Zombay mit O. Z0MB3E. Ja, da habe ich immer, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Zomb3i gesagt, weil ich nicht wusste, wie man das aussprechen Kann soll. Kann jemand mir jetzt helfen? Also da von außen, wo quasi Warte. Oh, warte. In einer Minute bin ich weg. Dann kann ich dir doch nicht helfen. Warum kann ich nicht alles runternehmen? Also, Lord RPG? Warte. Bete doch zu Dark Dado und bitte ihn um Hilfe. Für was brauche ich Tripwires? Keine Ahnung. Ein Tripper. Dafür. Nee, pass auf. Geh mal außen an die Felswand und grab dich überall. Wo da so ein Gitter ist, grab dich da mal in den Berg rein. Also ich baue jetzt nämlich, nach oben und dann halt das Gitter danach wieder hinsetzen. Ich baue mich jetzt nämlich von innen nach oben und dann will ich diese Gänge durchkreuzen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Stopp, Brink, guck mich an. Ich bin jetzt weg. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Endlich. Tschüss. Tschö. Jetzt können sich die Leute mal entmuten und mit voller Pracht diese Masse mir Tschüss sagen. Vielleicht wollen sie das hier gar nicht. Das kann natürlich auch sein. Kann jemand sich entmuten Tschüss, und laut Hurensohn schreien, bitte, danke. Ach. Okay, bevor ja, jetzt Hurensohn geschrien wird, bin ich weg. Tschüss. Okay, tschö. Viel Spaß bei Pia. So, okay, ja, jetzt kann von mir aus noch jemand sich entmuten, wenn er will. Oh, das bleibt so gut. Okay, es bleibt so. Finde ich gut. Was? Nein, ich finde es gut, wenn keiner sich hier mutet. Ja, das gefällt mir. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Sind eh nur Hurensöhne im TS. Ich weiß auch gar nicht, warum du ihnen das Passwort gegeben hast. Echt so? Ich weiß auch gar nicht, warum du mir das Passwort gegeben hast. Was will ich? Ja, niemand das Passwort gegeben. Das war echt der größte Fehler. Meines ganzen kurzen Lebens. Aber wir sind hier in Minecraft tot, wir haben ein Leben. Oh Gott. Ja, ich übernehme weißt jetzt du, die Rolle. Ich sollte dich in jeder Folge dabei haben. Du bist einfach so lustig. Ja, ich. Warte, wie konnte ich immer nur rein mein ganzes Projekt lang auf dich verzichten? Ja, echt? Ich verstehe es echt nicht. Ich bin hier das Amüsante, weißt du, die Leute wussten schon, dass ich irgendwann dazu stoße. Du bist das A und O, ja, sage ich da immer. Ja, ohne mich ist diese Sendung auf YouTube einfach... Hast du schon einen Gang reingegraben? Ich habe sogar schon zwei reingegraben. Pass auf, bleib mal oder geh mal zu einem Gitter, was relativ... warte, komm mal, genau, und jetzt geh weiter geradeaus. Und jetzt spring nach unten. Eine Ebene. Hier. Genau, das Gitter.
Ja, nicht so weit. Aber das Gitter da, meine ich. Du, Polak. Genau das. Und da baust du den jetzt mal rein und ich baue nach oben und dann baue dich einfach auf meinen Namen zu, so ein bisschen. Also ich sehe deinen Namen gerade gar nicht. Siehst du meinen? Ups, ja, sorry, ich bin gespannt. Ja, was ist? Ich sneake irgendwie immer beim Bauen. Deshalb, das ist eine Angewohnheit. Ich glaube, das mache ich, damit ich nicht immer in Lava falle. Gibt's hier irgendwo Sand? Was? Dann halt in die Farmwelt. So. Ich achte übrigens gerade nicht so auf den Chat, weil ich gerade mit... Konzentriert bist. Ja, genau. Sag mal, wo ist dein Name? Ich sehe das echt in meinem Texture-Pack super schlecht mit den Namen. Ich weiß, dass dein Texture-Pack ist ja auch... was? Ich höre dich bauen, aber ich sehe das echt nicht. Das ist halt echt... Rechts. Ich bin rechts von dir. Sag mal, bin ich komplett... ich bin in Brainard. Bescheuert? Bescheuert? Ja, bist du. Ah, jetzt sehe ich deinen Namen. Oh, hallo. Okay, Du hast einfach zwei Blöcke gebuddelt. Wow, ich bin stolz auf dich. Ich weiß wieder, warum ich Dark Dado nitze. Okay, dann bauen wir... Warte, komm rein. Ja, oder du baust... Ja, okay, ja, kannst du auch so machen. Aber bleib am besten lieber innen. Oh, okay, warte. So, du bist gefangen. Ha. So, warte, dann... Ja. Tut mir leid. Tschüss. Ja, jetzt bist du wirklich gefangen. GG. So. Da, kannst raus. Ja, du kannst hier dein Home setzen, wenn du möchtest, ne? Back geht? Ja, back geht, glaube ich. Ach du Scheiße, ist das geil. Was ist Sache? Warum? Back ist der geilste Befehl. Damit man... Bring dich hier aber nicht zum Todespunkt zurück. Ach, schade. Egal. Ich bin schon oft genug gestorben, ich weiß sowas. Weißt du, wenn du irgendwie Set Home aus Versehen machst, dann kannst du dich einfach doch noch backporten. Tschüss. Gern. Richtiges Gründen. Tschüss, Walter. Ach, der auch, ja? Okay, tschüss. Hilfen die sich alle. Ohne Daniel ist hier halt nichts mehr los, ne? Passt schon. Willst du den Leuten noch das Easter Egg zeigen, was ich letztes Mal verbuddelt habe? Was hast du verbuddelt? Was sehenswert ist. Ich muss ja jetzt die schlechten Witze für Daniel übernehmen. Ja genau, die Flachwitze fehlen. Ich bin jetzt... Warte mal. Also diese wunderschöne Kiste vom letzten Gefangenen. Ja, gleich, warte. Dem letzten seiner Rasse. Buddy disconnected from your channel. Ja, da ist jemand gegangen, eindeutig. Ja, ist gegangen. Traurig. Immer diese Leute. Sehr traurig, ja. Macht mich schon ein bisschen traurig. Und wie lange haben wir schon? Nee, das ist zu übertrieben. Wir können auch noch mal tun. User disconnected from your channel. Wir sind bei 19 Minuten. Ich will nur in dieser Folge... Also warte, ich gebe dir jetzt einfach mal davon was. Und... davon was und davon was. Gut. Und davon und was. Und du designst jetzt mal diesen Tunnel hier. Beziehungsweise ich verpiss mich damit und werde nie wieder auf den Zopf. Nein, du designst diesen Tunnel jetzt. Nur, wenn du jetzt den Leuten das Easter Egg zeigst. Wofür ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Hier gibt's genau ein Easter Egg. Da ist eine Kiste. Mit den Überresten von Kevin, dem Letzten. Dem Letzten seiner Art. Sollte er nie wieder eingeben. Genau. Auch ein Dispenser, ne? Ja. So. Ich glaube, das ist fast die entspannteste Folge Minecraft tot, weil wenn Daniel L. Jackson nicht dabei ist, dann ist plötzlich alles ruhig. Echt? Ja, es ist halt echt ruhiger, weil ich bin gerade vertieft so und ich habe mir sagen lassen dürfen, dass meine Witze den Leuten geistig wehtun, dass sie so gemein sind immer.
Was denkst du, wie viele Tote schon auf deiner Rechnung stehen? Hoffentlich mindestens Apps, zwei Mann. Weibliche. Also ich habe schon lange nichts mehr von Jana gehört. So. Warte, komm noch mal zurück. Oh, ich habe keinen Zugriff auf /1. Warum? Mach mich traurig. Deshalb? Scheiße, aber ich bin weg. Also wenn ich kein Mod bin, ne, dann wo bist du denn? Wenn ich nicht bannen kann, dann nein. RPG, stell dich noch mal. Ja, wo bist du? In den Gang unten. Ach so. An die Ecke. Was? Ja, den Namen gar nicht. Nein, das. Oh. Also dass du ganz außen stehst. Meinst du? Hey. Wo meinst du? Es gibt viele Ecken in diesem Gang. Nein, nicht zur Zelle rennen. Nicht zur Zelle rennen. Also den Gang, der nach oben führt, meine ich, ganz an die Ecke. Meinst du hier so ungefähr? Wenn das Ende ist vom Gang, ja. Ich glaube schon. Warte. Ach, das Ende. Ja. Oh, der Zelle. Das ist hier. Nein, ich muss einfach nur runter zu dem Gang kommen. Warte, hast du eine Spitzhacke aus Eisen zufällig? Ich habe gar keine mehr. Eigentlich wollte ich gerade los, um mir eine bauen. Dann bring mir eine mit, bitte. Aus Eisen, wenn du hast. Ah, ich mache nur Steinspitzhacken. Okay, warte, Slashbaum. Dann hole ich mir selber kurz eine. Mal gucken, ob Slashback oder wo Slashback mich dann hinbringt. Stirbst du im Feld? Das wäre natürlich uncool. Für dich. So, Slashback. Das wahrscheinlich das Unterhaltsamste in der ganzen Folge. Ah, komm. Wenn ich sterbe, ist alles in Ordnung. Ja, das macht einfach Minecraft tot aus. Ja, klar. Wir wollen nicht sterben sehen. Und nackt. Aber vor allen Dingen sterben. Nackt nehme ich jede meiner Folgen auf. Das weißt du doch. Ja, stimmt. War ja was. Habe ich dir doch erzählt, als ich dich auf die Free Candy Party eingeladen habe. Und spielst dann mit deinem Controller. Ja, an meinem Controller. Kennst du doch mein Werbespruch. Er hat mich auf ein Eis eingeladen und dabei gesagt, Pico wäre stolz auf mich. Für die Leute, die es kennen. Wenn es das ist, was ich denke, dann ist es sehr Yaoi-lastig. Nein. Okay, dann bin ich ja zufrieden. Warum sind hier keine Fäden in den Kisten? Okay. Ach, doch, Lea, du hast es erraten. So, guck doch mal. Ach ja, die Leute verstehen, also die Leute im Chat wissen, was ich meine. Siehst du mal. Die sind viel besser als du, Brain. Ich wusste auch, was du meinst. Naja, jetzt redest du dich raus. Ich rede mich nicht raus. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe dich. Ich bin dein Freund. Genau. Meistens. Manchmal. Warte, Dani ist gar nicht mehr hier. Der würde es verstehen. Oh, schade. Ja, kann man machen. Warte, lass mich. Ich mach ein bisschen mal hier die Einrichtung besser. Ich muss das Feng Shui hier verbessern. Ja, mach das. Da ein negatives Feng Shui. Ja. Betonung liegt auf dem Shui. Auch mit so hässlichen Bastards hier aufnimmt, dann kann ich doch nichts machen. Tja, Leute, bedankt euch bei Brain, indem ihr ihn. Deabonniert. Länger abonniert. Richtig. Das wird auch deabonnieren genannt, tut mir leid. Du kannst mich auch disabonnieren, wenn du dich dann besser fühlst. Da hinterlass dir dann noch eine Nachricht. Das hat dann noch diesen Gangster-Nachgeschmack, so. Wenn du mich disabonnierst. Diese Nachricht sollte einfach am besten sehr verletzend sein, so dass er noch abends im Bett liegt und weint. Ja, das mache ich sowieso, weil mein Leben so erbärmlich ist. Du kennst Leute wie mich. Ja. Setz mal da noch Treppen zu Ende, bitte. Ja, und das dann noch alles. Eine, wo du jetzt drauf stehst, damit es um die Ecke geht, bitte. Ja. Ich hab dir welche ins Inventar geworfen. Oh, jetzt muss ich rechnen. Treppen hat mir keine ins Inventar geworfen. Dann sind mir die Treppen ausgegangen. Wo habe ich bitte schon meinen Home gesetzt? Da kommt noch Cleanstone hin.
war eine Farmwelt, okay. Interessant. Da habe ich noch... Ja, bau dich einfach raus, kein Problem. Kennst du eigentlich das Lied, Geronimo? Ja. Hey, Geronimo. Au, au, au. Das ist kacke. Au, au. Captain Keimer. Flame zu. Ich muss ja sagen, dieses Loch hier fällt kaum auf. Loch. Hat Loch gesagt. Hey, hier ist eine Kuh. Macht die auch Kuh? Die oh Gott, die Paula ist eine Kuh. Die macht nicht einfach. Die macht einfach nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding, der hat Flecken. Den kannst du löffeln und auch lecken. Weißt du, das ist sehr lustig, wenn du eine in der Klasse hast, die Paula heißt. Oder ne, die den Satz bringt, die kann man löffeln und auch lecken. Das ist wirklich lustig. Das ist richtig amüsant, ja. Komm, was kennt ihr noch für Werbungen? Singt doch mal ein paar Werbungen. So. Ich singe ganz bestimmt nicht. Okay, Moment. Uncle Ben 3. Affenalarm. Okay. Ich kann den Text nicht. So, pass gut auf. Ja, auf ihnen sitzen Affen drauf. Und wenn sie fallen, ist es aus. Ja, wenn sie fallen, ist es aus. Boah, ich hab mal was gebaut, das funktioniert. No, Karglas RPG in hier. Karglas tauscht aus. So. Bling, bling. Jetzt muss ich natürlich. Lotti, Alter. Das hab ich vergessen, tut mir leid. Ich weiß nur, dass es so eine hässliche Musik im Hintergrund hatte. Geh mal wieder dahin, wo ich mich hinbauen muss. Gut, dann Eier reinfallen. Die Werkbank müssen wir aber noch aufreißen, die du hier hingesetzt hast. Ja, mach die weg. Das ist ja wohl so eine Störung des Feng Shuis. Also damit kommt mein Feng Shui ja mal gar nicht klar. Ja. Oh ja, gut, das... Da wollte ich schon wieder fliegen. Aber es geht ja nicht. Aha. Ich wollte noch irgendein Wärmeding machen, Ich kann es dir nicht sagen. Wie verhindert man, dass da Leute runterfallen? So. Treppe, das sieht besser aus. Genau, jetzt weiß ich aber den Jingle, den ich sagen wollte. Waschmaschine, Leben länger, Metallico. Oh, der ist natürlich schon gut. Das ist einer meiner Lieblingsjingle. Den habe ich auf einer Kassette. Ja, da gibt's noch. Tut mir leid. Da sind das Kassetten. Ja, ich Lass den mal wegtreten. Lass mal die Brille aus dem Gesicht schlagen und treten. Lass den mal umbringen. Lecken. Lass den einfach mal umbringen, oder? Lass ihn mal hängen, nur um zu sehen, wie lange er die Luft anhalten kann. Ah, ja. Ach, Brain. Ja? Ich hab gerade von deinem Gerede wirklich Durchfall bekommen. Liest du gerade wieder Kommentare vor? Nein, das hab ich jetzt so gesagt. Ich musste gerade. Ja. Ja, erzähl mir von deinem Dünnschiss. Komm, ich nehm auf. Ja, Ursache: Brains Gerede. Also ganz eindeutig. Ja, kein Problem. Also, Brain, kann man da rauslesen? Weiß, ich muss jetzt wirklich sagen, ich Bild da brauchen auch weiß. Nur für dich. Muss ich mir jetzt wieder muss ich wirklich anfangen mit YouTube. Also das dein geistiger Dünnpfiff, der hat sich bei mir breit gemacht und sich verändert. Weißt du, was das Lustigste ist? Klappt. Wenn ich einen YouTube Kanal mache, dann muss Brain mich einfach in der Beschreibung verlinken und das macht unweigerlich mehr Arbeit für ihn. Muss ich das, ja? Ja, sonst schlag ich dich. Okay. Sonst nimmt ihr dir die P-Mod-Rechte. Mm. Ihr könnt mir nicht mehr wegnehmen als. Kann ich sogar Treppen stehlen.
Ja, ich weiß schon. Ihr könnt mir nicht mehr wegnehmen. Weißt du, wenn du P-Mod bist, dann bist du schon ganz am Boden angekommen. Du kannst einfach nicht mehr. Siehst du bitte mal den Chat. Pollack, von mir kriegst du doch viel mehr. Brain hat alle seine Abonnenten lieb. Alle meine Abonnenten. Du hast ihn doch abonniert, oder? Alle meine, ja klar, alle meine Abonnenten fahren im Free Candy Bus. So. Ich hab gehört, du hast eine hübsche Maske. Das ist auf jeden Fall nichts Falsches gehört, ja. Das ist zwar jetzt irgendwie so ein bisschen so der Zellen-Party-Spaß, weil die alle irgendwie von Zelle zu Zelle rennen können, wie die dreckigen... Nein, nein, die haben ja Türen. Die ja, schon. So. Aber das ist, dann... das ist quasi der Gefangene im Gefangenen im Gefangenen. Das ist so ein bisschen die Gefangeneception, weißt du? Was ist mit den Knochen so? Oh boy. Macht man ja so. Zum Glück sind wir gar nicht durch. So, Wie lange noch? Ja, ich müsste auch gleich aufhören und möchte wenigstens noch bis zum Ende dabei. Ja, wir sind bei 30 Minuten. Ich meine, wir können jetzt noch ganz viele Gänge graben im Prinzip, aber wenn du jetzt eh weggehen musst, dann können wir auch aufhören. So ist es nicht. Dann ist ja, die Folge halt kürzer. Oder oh, du kannst... Was brauche ich? Wer will mit Keimer reden? Ja, im Notfall kannst du ja noch irgendwen... Keiner will mit Keimer reden. Oh, nein, oh Gott. Ich will mit Keimer reden. Kannst du mir kurz Admin-Rechte geben für den Channel, damit ich ihn kicken kann? Bin ich überhaupt Admin? Nee, Danny war's. Ja, oder? Bin ich. Ich kann kicken, wenn es sein muss. Ja, ja toll. Ah, ich muss quick noch fragen, ob ich mal TS-Mod kriege, endlich. Weißt du, wir können jetzt interaktiv werden und nehmen einfach dann den Nächsten aus diesem Channel, der möchte. Nee. Ach, schmeißen wir also mit Pollack und Lea und nee. Also was komm, dann Hommet? Nee, die ist möchte Hommet? Ich nicht, die mag ich Hommet nicht. Gut? Was sollen die Kinder aus Afrika denken? Okay, die denken gar nichts. Gar nichts. Die haben, gut? Die haben viel zu wenig Nährstoffe zum Denken. Nee, gut, dann... Oder das waren ja... Oh, ich bin ein Idiot. Ach, deswegen seid ihr Bayern ja so schlau. Ihr trinkt die ganze Zeit so viel Bier mit Nährstoffen drin. Das Gute, ja. Nee, gut, dann würde ich sagen, was das für diese Bautor mit Kopf tot? Dann hattet ihr zwei anspruchsvolle Folgen. Parts? Ja, ja, ja. Ich wollte gerade irgendwo sagen, das ist mir nicht eingefallen. Schön, dass du alles gehst. Ich habe einen Tageslichtsensor gebaut. Ja, nee, auf jeden Fall hattet ihr jetzt zwei wunderschöne Parts. Voll wie Kraft tut. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part, wenn wir das Gefängnis weiterbauen. Und wenn es wieder heißt, Zellenspaß mit The Brain Pain. Ja, weil wir müssen ja natürlich noch alle Zellen... Der neue Softporno. Wir müssen natürlich noch alle Zellen hier verbinden, also so kann ich das nicht stehen lassen. Das Brainanium Asylum. Mit stillem G. Mit stillem G. Und stillen Insassen. So, dann würde ich aber sagen, was das tatsächlich für diesen Part. Und wir sehen uns... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Hallo.